Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Folge vom Minimalismus-Podcast. Heute haben wir wieder ein Interview für euch und zwar mit Finn von finsland.net. Das Gespräch haben wir im Februar diesen Jahres aufgezeichnet. Also mein Name ist Finn, ich betreibe einen Blog, finsland.net und wir haben uns ja da über diese ganze Minimalismus-Bloggerei kennengelernt, lesen uns gegenseitig, waren in Köln zusammen, haben uns das erste Mal richtig getroffen und jetzt freue ich mich, dass ich bei euch im Podcast bin. Ich selber komme aus Frankfurt, vielleicht auch nochmal ganz interessant und ja. Ja, es gibt ja auch noch andere Podcasts mit dir, beziehungsweise Radiosendungen. Und da hast du ja auch schon mal über das Thema mehr oder weniger ausgiebig gesprochen. Und da war ein Teilaspekt, den fand ich sehr, sehr interessant, bezüglich der Arbeit und der Arbeitszeit. Das ist das, worüber wir, glaube ich, heute sprechen wollen. Genau. Ja, und wie sieht das denn mit der Arbeit bei dir aus? Also aktuell arbeite ich 32 Stunden in einem kleinen wissenschaftlichen Institut. Mhm. Wir machen so im Bereich Benachteiligtenförderung, Forschung, Beratung, Entwicklung. Und ich arbeite da schon seit 2000. Mhm. Ich habe damals ganz klein angefangen, so einen Stundenjob. Also ging es auf Stundenbasis, Rechnungen schreiben, im Verlag ein bisschen aushelfen. Habe dann eine feste Stelle bekommen. Also sagen wir mal so eine Festanstellung auf mit einem Zeitvertrag. Mhm. Das ist im wissenschaftlichen Bereich ist es leider oft so, dass du projektbezogen eingestellt wirst für die Laufzeit von einem Projekt, hast du immer Zeitverträge, die dann immer so aneinander gestaffelt werden. Und das war am Anfang im Sekretariat. Bleistifte bestellen, Telefondienst, Chef eine E-Mail tippen. Und aber damals schon als Teilzeitstelle, 20-Stunden-Stelle, weil ich zu der Zeit auch noch eine eigene Werkstatt hatte. Okay. Und es einfach aufgeteilt haben wollen. Also prinzipiell geht es mir immer so, dass ich mir denke, ich könnte mir selten vorstellen, oder kann man es eigentlich gar nicht vorstellen, eine Vollzeitstelle in einem Bereich zu haben, weil das auf Dauer, ja, ich fände es zu langweilig. Mhm. Und damals war es natürlich eine ideale Mischung, im Büro diese Kopfarbeit und in der Werkstatt dann mit Händen was zu machen. Mhm. Das war natürlich eine super Mischung. Inzwischen habe ich eben diese 32 Stunden. Ich würde gerne wieder auf 25 Stunden runter. Das ist bei uns natürlich immer so ein bisschen auf und ab von den Stundenkontingenten, je nachdem, was die Projekte in steckt, was die für Bedarfe haben. Mhm. Und aktuell 20 Stunden ist ein Datenbankprojekt, in dem ich arbeite. 6 Stunden ist ein Projekt, da geht es um Nachqualifizierung in der Altenpflege. Und dann bin ich noch Datenschutzbeauftragter, das sind dann auch nochmal 6 Stunden. So ist jetzt dieser Stundenanteil. Hm. Du sagtest gerade, dass du auch eine Werkstatt betrieben hast oder noch betreibst. Hast du dann den Beruf, den du jetzt dort in überwiegender Zeit ausübst, hast du den dann gelernt oder bist du im handwerklichen Bereich tätig oder wie war deine Ausbildung sozusagen? Gelernt habe ich Schreiner, also ich bin Bau- und Möbelschreiner, habe nach dem zweiten Bildungsweg das Fachabitur nachgemacht. Damals war es aber zu der Zeit so, dass alle studieren wollten, Numerus Clausus waren entsprechend hoch und da hat es sich angeboten, erstmal eine Ausbildung zu machen und dann mal zu gucken. Zu der Zeit wäre ich gerne in die Richtung Architektur, Innenarchitektur gegangen. Da hat sich dann Schreiner natürlich wunderbar angeboten. Und den Bereich, den ich bei Imbersitz abdecke, das habe ich überhaupt nicht gelernt. Ich kam später dann nochmal aus der handwerklichen Arbeit in die pädagogische Arbeit. Ich habe zeitlang in einer Kindereinrichtung gearbeitet, also auf einer Erzieherstelle. Das war die Zeit, in der habe ich noch studiert, und zwar Sozialarbeit. Okay. Insofern passt es dann schon auch vom Wissensstand her jetzt für das Forschungsinstitut schon dazu, ist ja auch eine pädagogische Themenhintergrund. Und gerade dieser sozialarbeiterische Hintergrund hat mir da schon viel geholfen.
Aber das war nicht das war nicht mein Einstellungs-Joke, den ich hatte. Also hast du praktisch wegen des Numerus Clausus und den wenigen Stellen dann in dem Studium abgesagt und hast dann eine Schreinerlehre gemacht und im Nachhinein dann neben der Arbeit oder nochmal separat studiert? Nö, ich habe als Schreiner 5, 6 Jahre als Geselle noch gearbeitet und dann war die Zeit so, man kriegt ja dann diese Wartehalbjahre angerechnet auf dem Numerus Clausus, dann war es so weit, dass ich überhaupt studieren konnte. Und Architektur war dann nicht mehr das Thema, weil ich mir das nicht leisten konnte. Das Architekturstudium ist sehr, sehr verdichtet. Also damals an der FH in Frankfurt habe ich mir das angeguckt. Ein Freund von mir hat da studiert. Die Zeiteinteilung war einfach so dicht, ich hätte nicht nebenbei arbeiten können. Und hätte mir das Studium einfach nicht finanzieren können. Deshalb war dann aber die Entscheidung, okay, dann mache ich Sozialarbeit, dann mache ich ganz was anderes. Ich wollte einfach auch was tun, ich wollte studieren, ich hatte einfach Lust zu lernen. Und das Studium der Sozialarbeit war zu der Zeit in Frankfurt, das war Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er, war noch nicht so verschult wie jetzt. Damals war noch sehr viel gesellschaftspolitischer Anteil dabei. Also man hat sich noch sehr viel angeguckt, was passiert denn so auf der Welt. Und das fand ich sehr interessant und habe ich dann deshalb für Sozialarbeit entschieden. Außerdem war das ein Studium, da konnte man sehr viel mit Blogveranstaltungen machen und ich konnte nebenbei noch gut arbeiten. Das war dann so. Finn, du hast eben angesprochen, dass es also für dich nicht in Frage kommt, dass du wirklich Vollzeit an einer Sache oder in einem Bereich komplett arbeitest. Wie nutzt du denn jetzt die freie Zeit, wenn du jetzt nicht auf der Arbeit tätig bist? Davor war natürlich nochmal diese Werkstattgeschichte, dass ich eine Werkstatt hatte. Das hatte ich zusammen mit einem Freund, aber da können wir später nochmal dazu kommen. Wie ich jetzt die Zeit nutze, ich habe jede Menge Interessen, die ich einfach, die halt einfach Zeit kosten. Wir haben hier in Frankfurt einen Kulturverein gegründet und da bin ich sehr engagiert. Da mache ich relativ viel. Bin dann noch in Tauschring aktiv und noch in einem Verein, der heißt Fritz Deutschland e.V. Wie kann man den beschreiben? Ist auch eine Mischung zwischen Kulturverein. Aber die haben auch Werkstätten, die sie vermieten, eine große Schreinerei mit Einzelarbeitsplätzen, die sich Leute teilen. Es gibt noch einen zweiten Werkstattbereich, es gibt einen Steinmetzbetrieb, es gibt noch oben Kunstateliers, Büros, Videoschnittplätze. Ich glaube, im Moment sind 2 große Videoschnittplätze drin und diverse kleine Räume und Projekte. Ein Hackerspace ist da mit drin und dadurch, dass ich in den 3 Vereinen aktiv bin, brauche ich natürlich auch sehr viel Zeit dafür. Und das trifft sich natürlich ganz gut, dass ich mir die Zeit dazu einteilen kann, dass ich nur 4 Tage die Woche arbeite, einen freien Tag habe, aber auch sonst relativ viel den Rücken frei habe für so Sachen. Du sagtest, dass du da in den Vereinen tätig bist. Ist das eine administrative Geschichte oder bist du dann da auch, ich sag mal, kreativ tätig, wenn das Kulturbereich ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Alles zusammen. Beim Kulturnetz ist es so, wir haben damals den Verein gegründet, da war ich noch aktiv und habe mit einem Freund von mir, Michael Blöck, der ist wie ein Poet, macht aber sehr viel Poetry Slam Geschichten. Kommt so aus der Ecke, aus dem Bereich und hatte irgendwann mal Leute gesucht, die ihn musikalisch begleiten bei seinen Texten. Er performt seine Texte und ich und ein Schlagzeuger haben ihn dazu begleitet. Ich spiele E-Bass und da haben wir dann so ein nettes Projekt aufgezogen, haben dann einige Auftritte gehabt und eine eigene kleine Veranstaltungsreihe, den Salon Franco, das war in so einer kleinen Pizzeria unten im Keller. Die hatten irgendwie einen ganz skurrilen Keller. Und den konnten wir nutzen, um da so eine Wohnzimmerveranstaltung zu machen. Das war dann einmal im Monat Samstag, haben wir Leute eingeladen, sind selber aufgetreten, hatten Leute, die lesen oder auch Musik machen oder irgendwas in die Richtung. Mit ganz minimal Eintritt und alles sehr gemütlich. Da wollte man halt auch so
so ein bisschen Alltagskunst wieder ins Leben bringen. Weil heutzutage, wer macht noch groß Kunst? Also es ist so aus dem Alltag irgendwie verschwunden, gerade so Musik. Früher haben die Leute viel mehr gesungen oder einfach ein paar Akkorde gestrammelt und hatten einen Spaß dabei. Und mein Wunsch war, dass man das sowas einfach wieder mehr macht. Durch diese Veranstaltungsreihe sind wir dann aber schnell draufgekommen, es ist eigentlich ganz gut, wenn man im Hintergrund nochmal einen Verein hat oder irgendeine Organisationsstruktur, um zum Beispiel Fördergelder bei der Stadt zu beantragen, besser an Räumlichkeiten ranzukommen, ja, einfach so dieses ganze Administrative im Hintergrund über so einen Verein laufen zu lassen. Und da haben sich dann in Frankfurt mehrere Leute dann dafür interessiert, für eine Vereinsgründung. Also Dirk Hülstrom zum Beispiel, der den Poetry Slam hier in Frankfurt macht, der hatte das ähnliche Problem, dass er es immer als Privatperson abgerechnet hat. Und so ein juristisches Konstrukt von einem gemeinnützigen Verein war dort ideal. Und da gab es dann noch ein paar Leute. Ali Karakale, der sehr viel internationale Projektarbeit hier in Frankfurt auch macht. Der kommt aus eher Sozialarbeiter-Ecke. Und also gut, es ging ja jetzt um diese Struktur, dass wir gerne so einen administrativen Overhead hätten, wo wir dann unsere Projekte dann abwickeln können. Dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, so, dann gründen wir einen Verein. Und heute gibt es jetzt den Verein seit, Moment, ich bin jetzt gerade überlegen, gegründet haben wir den, glaube ich, 2006. Ja, gibt ihn schon einige Jahre. Also innerhalb dem Verein habe ich zum Beispiel die Aufgabe, die Internetseite zu betreuen. Die habe ich damals dann in einer Arbeitsgruppe, haben wir uns die erarbeitet, wie wir die haben wollen, haben wir die dann aufgebaut. Und da bin ich jetzt noch der Webmaster. Im Vorstand habe ich mich bis jetzt noch nicht reinwählen lassen, weil ich mit der Website genug beschäftigt bin. Ich versuche über das Kulturnetz jetzt mehr mit Fotografie zu machen. Das sind jetzt so meine nächsten Pläne, Ideen. Ich würde gerne wieder mehr fotografieren und da auch mal ein paar öffentliche Ausstellungen machen. Im Moment bereiten wir so eine Ausstellung über Istanbul. Wir hatten im November eine Reise nach Istanbul und das wollen wir da jetzt nochmal ein bisschen auswerten und in Offenbach und in Frankfurt nochmal als Ausstellung zeigen. Dann gibt es halt diese Radioprojekt von Dirk. Der macht in Frankfurt bei Radio X, das ist ein freies Radio. Und da macht er schon seit über 10 Jahren eine Sendung, die heißt Knallverbet. Und da sind wir einfach mal auf die Idee gekommen, Mensch, wenn die Radiosendung, die wird einmal gesendet und dann ist sie weg, lass uns die doch als Podcast ins Netz stellen. Hat man das Problem mit der Musik, dass man eben keine GEMA-Musik verwenden können für einen Podcast. Und meinte ich, das ist kein Problem. Wir suchen für die Sendung ab jetzt immer freie Musik aus dem Netz raus und stellen die bei jeder Sendung vor. Und so konnten wir das jetzt eben als Podcast anbieten. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil das Video gerade ging hier. Strukturierst du die Zeit, die du für die einzelnen Tätigkeiten machst, irgendwie? Also war das so als Ausgleich oder machst du dann was, wenn was anfällt? Also ich frage jetzt nachwiegend, weil ja so ein, ob da so eine Struktur herrscht oder ja, wie kann man sich das vorstellen? Weil es sind ja relativ viele verschiedene Tätigkeiten, die du dann jetzt beschrieben hast. Also bestimmte Sachen kann man nebenbei machen, gerade so diese Administration von der Website. Falls jetzt nichts Besonderes anfällt, mal irgendwas updaten oder einfach mal gucken, was los ist, da mal irgendwas umbauen. Das kriege ich einfach abends so im Alltag. Ein kleines Brückchen mache ich das dann immer so nebenbei. Diese ganzen Podcast-Geschichten, Radiosendungen. Inzwischen machen wir auch öfters inhaltlich Sendungen zusammen. Oder helfen dir bei der inhaltlichen Vorbereitung. Neulich waren wir zusammen im Studio, haben wir auch mal gemeinsam moderiert. War auch eine interessante Erfahrung, das hatte ich mit Dirk noch nie gemacht. Das ist natürlich dann wirklich eher so größere Blöcke, die ich dann in der Freizeit mache, in meiner Freizeit. Wobei, das fällt mir dann auch immer schwer zu unterscheiden, was ist der Freizeit und was macht mir Spaß. Also, das ist dann in dem Bereich ist es sehr, sehr schwierig zu trennen. Manchmal gibt es und wird Arbeit, aber die meiste Zeit ist es einfach nur, ja, würde ich ja sowieso machen, macht mir Freude.
Ja, aber kommt ja mal darauf an, ob es dann Stress ausartet oder beziehungsweise was das dann für ein Stress ist. Ne? Da gibt es halt die Unterschiede. Da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich jetzt nach 13 Jahren Inbass Projektarbeit, also Entschuldigung, Name gesagt. Nee, ist okay. Also dass ich durch diese Projektarbeit unwahrscheinlich viel gelernt habe, Projekte nebeneinander laufen zu lassen und die einfach jongliert zu bekommen. Das ist schon, man muss schon mit dieser ganzen Organisation, was ist wann zu machen, muss man natürlich schon dahinterher sein und muss man sich einigermaßen sortieren. Aber da habe ich eben durch die Arbeit unwahrscheinlich viel gelernt und es gelingt mir auch ganz gut. Mhm. Gerade so zum Beispiel ein Projekt, was ich auch noch mache, was im Moment so mein Herzprojekt ist, das ist eine Veranstaltungsreihe, die machen wir immer im Sommer. Dazu muss man sagen, das Kesselhaus vom Verein Fritz Deutschland e.V., die haben im unteren Bereich ein großes Foyer, also einen großen Eingangbereich und eine kleine Küche. Das Ganze ist allerdings ein altes Industriegebäude und das ist unten im Winter einfach nicht beheizbar. Deshalb mache ich im Sommer immer 6 Termine und mache da so eine Vernetzungsveranstaltung, die nennen wir dann Fritz Deutschland Schuhe. Mhm. Und da geht es einfach darum, dass ich den Wunsch habe, die Vereine, die im Kesselhaus aktiv sind, miteinander bekannt zu machen, weil die irgendwie was miteinander zu tun haben. Teilweise gibt es da eh schon Querverbindungen und teilweise finde ich das witzig, die Querverbindungen einfach nochmal ein bisschen anzuschieben und zu intensivieren. Mhm. Das sind dann so Veranstaltungen. Der Hauptaspekt ist dabei, dass man sich trifft, ein Bierchen oder eine Cola trinkt, miteinander plaudert, aber dass es immer auch eine Stunde lang ein bisschen Programm gibt, in welcher Form auch immer, ob das ein Input ist, ob das ein Vortrag ist, ob wir uns mal einen Film angucken, aber immer Themen, die für alle Bereiche interessant sind. Würdest du dich auch so weit engagieren, wenn du jetzt Vollzeit arbeiten würdest? Oder würde das nicht möglich sein? Nee, dann wäre das nicht möglich. Weil so habe ich ja wirklich ein langes Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag, da habe ich wirklich 3 Tage am Stück, wo ich all Muse mich mal hinsetzen kann und überlegen kann, Mensch, wie mache ich was? Ich mache das ja auch nicht alles alleine. Also ich habe schon auch Unterstützung. Gerade beim Schuh Fritz gibt es einige, die Ideen mit einbringen, dann auch für einzelne Veranstaltungen dann selber organisieren, wo ich einfach nur noch gucken muss, ja, was braucht denn ihr? Wo kann ich euch wieder unterstützen, dass ihr eure Veranstaltung oder euer Thema dann macht? Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr hatten wir einen Termin, da hatten wir einen Kleidertausch. Mhm. Also jeder, der will, bringt Klamotten mit und jeder, der will, nimmt sich Klamotten mit heim. Und da brauche ich halt dann auch immer relativ viel Zeit, um mit den Leuten in Kontakt zu sein. Also es ist schon, ich sitze dann nicht alleine vor meinem Rechner zu Hause, sondern habe dann schon sehr viel regen Kontakt mit den Leuten, treffe mich mit denen. Ich bin ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Mhm. Dann schnappe immer die Leute, mache mit denen immer so meine Arbeitsspaziergänge. Und das ist nur möglich, den freien Zeitkontingent, was ich so habe. Also vielleicht kann ich da auch noch ganz kurz nur einschieben. Also ich kann das total gut nachvollziehen mit deiner 4-Stunden-Woche. Ich habe früher ja im Einzelhandel gearbeitet bis samstags 20 Uhr und irgendwie der neue Job 35 Stunden, Montag bis Freitag definierte Zeit und Samstag, Sonntag immer frei. Und das hat echt so viel mehr an Lebensqualität, da 2 Tage immer am Stück frei zu haben. Also ich kann das ein Stück weit schon nachvollziehen. Ich meine, 35-Stunden-Woche ist irgendwie auch nochmal anders wie 42 Stunden. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich will ja auch wieder auf meine 25 Stunden eigentlich zurück. Das wahrscheinlich wird es im August soweit sein. Da läuft ein Projekt aus, das Altenpflegeprojekt. Und ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Bin aber auch zuversichtlich. Gut, aber jetzt nochmal zu dem Punkt, wie kam ich denn dazu, dass ich dann überhaupt mal reduziert habe? Weil ich hatte ja vorhin, als ich erzählt habe, ich habe eine Teilzeitstelle und Werkstatt, das war zusammengerechnet, war das natürlich schon auch letztendlich auch wieder eine Vollzeitstelle. Hast du denn direkt mit einer Teilzeitstelle angefangen oder und dann noch die Werkstatt nebenbei? Oder wie kamst du darauf? Also ich meine, wenn man jetzt nicht so einen normalen
ja so einen normalen Arbeitseinstieg ansehen. Man macht seine Ausbildung, da arbeitet man ja erstmal Vollzeit. Mhm. Okay, dann hast du gesagt, bist du studieren gegangen, nebenbei wahrscheinlich dann handwerklich noch weitergearbeitet oder Also es war so, ich hatte nach der Ausbildung, klar, Vollzeit, ne, als Geselle gearbeitet, klar, Vollzeit. Mhm. Also als im handwerklichen Bereich, glaube ich, ist es sehr schwierig, eine Teilzeitstelle zu bekommen. Und das fing dann erst im Studium an, dass ich eben keine Vollzeitbeschäftigung mehr hatte. Und da habe ich alle möglichen Jobs gemacht, was halt gerade Geld brachte. Das war aber, muss man auch sagen, eine Zeit, da wurde auch noch gut bezahlt. Da gab es einfach auch noch viel Gelegenheit zu jobben. Das war eine Bandbreite von als Handwerker weiterarbeiten, ne? Hm. Als Schreiner eben irgendwelche Ausbauten zu machen, viel im Baubereich, da hat es am besten Geld gegeben und es waren überschaubare Projekte. Ich habe mal bei einer großen internationalen Unternehmensberatung gearbeitet, also einen von den ganz großen. Da war ich in der Grafikabteilung. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber war einfach ein Glücksfall. Ich hatte dann bei einer Hausaufgabenhilfe im sozialen Brennpunkt gearbeitet. Da gab es dann mal die Möglichkeit. Ich habe dann in einer Kindereinrichtung gearbeitet, auf der Erzieherstelle. Ich habe, und was es sonst noch alles irgendwie an Möglichkeiten gab. Also es gab immer wieder Möglichkeiten, mal an Kohle ranzukommen. Ein Freund von mir ist Zimmerer. Der hat, also in Frankfurt haben wir ja diese netten Hochhäuser, die müssen ja auch verkabelt werden. Und damals gab es auch immer so die Jobs, da Kabel zu ziehen in den Hochhausrohbauten. Da gab es immer gut Kohle und ja, sowas habe ich dann einmal gern angenommen, wenn der 2-3 Tage mal eine Aushilfe gesucht hat, die mit ihm Kabel zieht. Das war schon super. Aber da waren jetzt auch also keine Vollzeitstellen irgendwie bei. Nach dem Studium auch keine gehabt oder da dann nochmal irgendwie die Vollzeitluft geschnuppert? Ja, ich habe, also während dem Studium habe ich dann gegen Ende des Studiums hatte ich eben eine 30-Stunden-Stelle auf dieser Erzieherstelle. Das war dann fest, also war eine Festanstellung in dem Sinn. Und dann kam die Werkstatt dazu. Also das Studium war gerade so in der Endphase. Hm. Ich muss sagen, ich habe sehr lange studiert, weil ich während dem Studium 5 Jahre lang im Aster war. Ja. Und habe mich das sehr, also fast ausschließlich nur noch mit hochschulpolitischer Arbeit beschäftigt. Und ich glaube, ich habe in der Zeit aber auch wesentlich mehr gelernt wie im ganzen Studium. Das sind lauter Sachen, die ich jetzt ganz gut brauchen kann. Hm. Einfach so Organisation, wie startet man ein Projekt, wie kriegt man Leute dazu, bei einem Projekt mitzumachen. Und dann kam für mich die Werkstatt dazu und ich bin aus dem pädagogischen Bereich ausgestiegen, also aus der Kinderbetreuung. Das war dann einfach für mich abgeschlossene Phase. Dadurch, dass ich auch kein Erzieher bin, ist man natürlich irgendwann auch mal an einem Punkt, wo man sagt, okay, da gibt es auch keine Möglichkeiten weiterzugehen. Und Sozialpädagoge, Sozialarbeiter auf einer Erzieherstelle, das passt auch nicht so richtig. Also irgendwer dachte mir, nee, das ist okay, ich muss jetzt irgendwie was Neues machen. Und habe dann erst zunächst mal nur die Werkstatt gemacht. Hm. Habe dann schnell festgestellt, die Werkstatt alleine, die hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht. Wir waren zu zweit, muss man dazu auch sagen. Ein Freund von mir, der Walter, der kommt aus dem Metallbereich, ich aus dem Holzbereich. Und wir haben dann entsprechend die Materialien gern kombiniert. Und mir ging es aber dann auch oft so, immer nur in der Werkstatt stehen, das ist, war mir zu langweilig. Ich wollte irgendwie was anderes machen. Ich wollte nur nebenbei noch was mit dem Kopf machen. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach einer Bürostelle und dachte mir immer auch so eine 20-Stunden-Stelle nebenbei. Das würde erstmal meinen Interessen entgegenkommen, mit dem Kopf nochmal was zu machen, was ganz anderes zu machen wie die Werkstatt. Und es wäre natürlich auch nochmal eine tolle Absicherung, weil mit einer 20-Stunden-Stelle kann man sich zumindest mal die Miete und die Butter aufs Brot schon mal finanzieren und ich hätte nicht so einen Druck mit der Werkstatt, auf Teufel komm raus, Aufträge zu haben. Wenn ich kurz einhaken darf, da fand ich einen ganz interessanten Punkt, den du angesprochen hast, mit der Sicherheit. Ich denke mal so, das Geldliche ist ja ein Punkt, der sofort irgendwie ins Auge springt, wenn man sagt, okay, man arbeitet Teilzeit.
Du sagst, du hast dann so deine Grundsicherung drin gehabt. Bekommst du für die anderen Stellen oder die anderen Tätigkeiten, die du machst, auch noch Geld? Oder ist das rein hobbymäßig, beziehungsweise, wie sagt man, ehrenamtlich, oder kommt da auch noch Geld rein? In der Vereinsarbeit kann man vergessen. Also es kommt immer wieder mal was rein, wenn man mal einen Auftritt hat oder sowas, gibt es schon mal Gage, aber ich kann auch eine Rechnung stellen für die Webwartung von unserer Seite. Aber das kann man vernachlässigen. Also stecke ich dann nochmal mehr Geld rein, wie ich am Schluss raushole. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade bei dieser Schul-Fritz-Veranstaltung ist die Idee einfach auch, ich besorge Getränke, verkaufe die dann auch. Was heißt verkauft die gegen Spende, kann man sich dann ein Getränk nehmen. Mhm. Und die Kohle benutzen wir halt einfach, dass wir uns einen gemeinsamen Beamer kaufen, den alle Vereine dann nutzen können. Weil wir haben auch das Problem von den Vereinen, dass wir eigentlich nie Geld haben. Es fehlt immer irgendwie am Geld. Und die letzten Jahre haben wir gemerkt, ach, das ist immer ein Tag, einen Beamer zu organisieren und dann privat leihen und so weiter. Und dann war halt einfach die Idee, ach komm, dann finanzieren wir das über die Schiene. Also da bleibt für mich überhaupt nichts übrig. Aber diese Geldgeschichte, da glaube ich, kriegt man nämlich jetzt wieder so diesen Bogen zum Minimalismus oder diesen minimalistischen Lebensstil. Mhm, genau. Das war nämlich damals auch so die Zeit, als es mit der Werkstatt in Frankfurt anfing. Zu der Zeit habe ich mein Auto verloren. Verloren im Sinne, ich hatte immer schon ein Auto. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. In Niederbayern ist man ohne Auto nicht lebensfähig. Insofern war das für mich eigentlich immer selbstverständlich, ein eigenes Auto zu haben. Und als ich dann in Frankfurt lebte, haben sie mir mal das Auto kaputt gefahren. Auf dem Parkplatz ist mir einfach einer reingedonnert und das war dann, ja, es war dann kaputt und musste verschrottet werden und ich hatte kein Auto mehr. Und das war aber dann halb so schlimm, weil ich mir dachte, ach, eigentlich brauche ich in der Stadt eh nie ein Auto und wenn, dann haben wir ja das Werkstattauto, dann konnte ich das mir ausleihen. Mhm. Insofern konnte ich mir, ist mein Etat, wurde natürlich nicht mehr so belastet. Ein Auto ist scheiße teuer, wenn man sich das mal zusammenrechnet. Ich kann es nicht sagen, aber gefühlt würde ich mal sagen, kostet mich ein Auto 300 Euro im Monat ungefähr mit allem drum und dran. Wenn man dann Sprit, Versicherung, Anschaffung, Reparaturen, Reifen, Genervt, Strafzettel und so weiter zählt, kommt man, glaube ich, leicht auf die Summe. Also ich habe das enorm gemerkt. Selbst die Jahreskarte für den RMV, also für unseren Verkehrsverbund, es ist überhaupt kein Problem. Und je weiter ich dann auch mich eingeschränkt habe in meinem Leben, also ich wohne inzwischen auch wesentlich auf wesentlich kleinerem Raum, früher eine 70 Quadratmeter Wohnung alleine. Ich wohne jetzt auf 60 Quadratmeter zu zweit mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Das spart natürlich immens Kosten. Klar. Und dadurch kann ich es mir auch sehr locker leisten, weniger zu arbeiten. Also vom Finanziellen sehe ich da überhaupt keinen Anlass mehr zu arbeiten. Also so wie ich lebe, reicht mir das vollkommen. Also ich lebe gut, bin vollkommen zufrieden. Also was ich ja wahnsinnig interessant an diesem Konzept finde, ist halt, du hast deinen Job, der dir so deine Sicherheit bringt und du hast halt wahnsinnig viel Zeit, dich da einfach auch selbst verwirklichen zu können. Die Sache mit dem Auto, die ist mir letztes Jahr auch passiert und ich muss sagen, diese Zeit, die du dann nutzt, wenn du unterwegs bist, die kann man auch mal bewusst nutzen. Wenn du hinterm Steuer halt den Verkehr einfach hinterher geschaut hast, kannst du so halt auch mal ein Buch lesen oder ja, die Zeit auch nutzen, obwohl man vielleicht effektiv ein bisschen länger unterwegs ist. Und interessant finde ich einfach diesen Freizeitaspekt, dass du da halt einfach mehr von deinem Leben auch selbst bestimmen kannst, dadurch, dass du einfach mehr Freizeit hast im Vergleich zu einer Arbeit oder einer projektbezogenen Arbeit, wo du halt von oben auch so das Ziel vorgegeben bekommst. Mm-hmm, auf jeden Fall. Wobei, ich muss es natürlich auch noch sagen, mein Arbeitgeber oder meine Stelle, ich finde die super. Ich arbeite in einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld. Also das ist vielleicht auch nochmal, macht es mir natürlich auch nochmal leichter, dann auch nochmal genug Energie zu haben, in der Freizeit was zu machen. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ich hatte auch schon Zeiten oder Arbeitsstellen, da war es sehr stressig und sehr belastend, wo dann auch der Erholungswert dann
oder der Erholungsbedarf dann sehr hoch ist und man überhaupt nicht die Muse hat, dann gerade in unsere Projekte zu stellen, kommt natürlich jetzt bei mir auch nochmal dazu. Ich glaube, das ist natürlich immer auch so eine individuelle Geschichte. Wie lebt man selber? Was hat man für Arbeitsbedingungen? In welchem Beruf ist überhaupt was möglich? Aber ich glaube, da kann man schon sehr viel, es gibt schon sehr viel Stellschrauben, wo man selber dran drehen kann. Ich kenne es halt auch so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass sehr viele Leute jetzt immer mehr erkennen, dass das ein totaler Luxus ist, einfach mehr Zeit zu haben und einfach mehr Zeit für sich selber, aber auch für Familie zum Beispiel, ne? Du sagtest gerade, du hast dein Leben eingeschränkt, war, glaube ich, der Wortlaut. Wie sieht das denn aus? Also wo hast du in deinem Leben, ich sag mal, den Gürtel enger geschnallt oder wie man das auch nennen will, um eben halt das so durchziehen zu können mit weniger Geld? Die Vokabel Gürtel enger schnallen oder eingeschränkt, das ist jetzt schon wieder eigentlich... Will ich das gar nicht so sagen, weil ich empfinde es selber nicht als Einschränkung. Von außen wird es oft so gesehen. Also das eine war natürlich diese ganze Überlegung, was brauche ich denn wirklich selber im Besitz, Auto zum Beispiel. Ne? Man hat heute viel mehr Möglichkeiten, das muss man natürlich auch dazu sagen. Der Wunsch, den hatte ich schon länger. Inzwischen ist es aber einfach machbar. Carsharing ist heute so bequem wie noch nie. Die Verkehrssysteme sind gut ausgebaut. Ich kann hier in Frankfurt wunderbar mit dem Fahrrad fahren. Das wird, die Stadt hat sehr viel dafür auch getan. Also von der Richtung her finde ich es eben nicht ein Einschränken, sondern einfach nur ein Umorientieren. Also ich nutze die Sachen inzwischen anders. Und diese Wohnraumgeschichte, wie soll ich das beschreiben? Zum einen war einfach eine Entwicklung, die auch technologisch bedingt ist. Mhm. Früher hatte ich einen großen Raum in der Wohnung, das war mehr oder weniger ein Büro. Also da standen zig Buchregale mit Unterlagen, Kram, Zeichnungen. Ich hatte einen großen Zeichentisch, so einen Architektenzeichentisch mit einer Zeichenmaschine. Ich hatte einen riesen Rechner mit so einem 21-Zoll-Monitor Röhrendings da. Ne? Mhm. Ein riesen Schreibtisch und das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Es ist unabhängig davon, dass ich jetzt auch die Werkstatt haben wir irgendwann geschlossen, weil mein Kompagnon in Taunus gezogen ist. Unabhängig davon, dass ich jetzt eigentlich auch nicht mehr zeichnen muss, könnte ich es inzwischen auf dem Rechner machen. Das wäre alles kein großes Problem mehr. Ich kann unwahrscheinlich viele Sachen kann ich einfach auf Festplatte speichern, gerade eben Nachschlagwerke, Dokumentation, allen möglichen Kram, den ich für die Werkstatt eigentlich immer so als Archiv brauche. Das kann ich inzwischen alles digitalisieren. Ich brauche keine Musiksammlung mehr physisch. Die liegt auf dem Rechner oder man streamt sie sich. Ich brauche keinen Fernseher mehr. Ich brauche einfach viele Dinge, brauche ich einfach nicht mehr, die früher einen Heidenplatz gekostet haben. Also zusammengefasst, das Auto war ein großer Kostenpunkt, der eben mal weggefallen ist. Mhm. Die Wohnung als zweiter großer Kostenpunkt, die hast du verkleinert, beziehungsweise schon fast halbiert, wenn man das jetzt sieht, dass du mittlerweile dann auch zu zweit in der kleineren Wohnung wohnst. Und die Unterhaltung läuft dann bei dir wahrscheinlich auch mehr über deine Kulturtätigkeiten in den Vereinen als über, ich sag mal, Unterhaltungselektronik, ne? Ja, also... Das ist auch so ein interessanter Aspekt. Je mehr ich selber Musik mache, desto weniger höre ich Musik. Also ich höre viel gezielte Musik, sagen wir mal so. Es gehen neue Türen auf, ganz klar. Aber früher war immer so eine Dauerbieselung. Da lief da Musik, dort Musik, Auto, überall. Inzwischen höre ich aus der Konserve relativ selten. Ich mache halt viel mehr aktiv, weil ich ja die Zeit dazu habe. Fernsehen ist, habe ich irgendwann mal festgestellt für mich, das ist ein Zeitverschwender ohne Gleichen. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Habe mich dann immer furchtbar geärgert, dass ich 2 Stunden irgendwas geguckt habe, was rumgezappt habe und Lebenszeit verschwendet hat. Das hat mich irgendwann so geärgert, dass ich den Fernseher dann weggegeben habe. Ich habe aber jetzt nicht das Gefühl, dass es mir langweilig wird. Keinen Fall. Ne? Also aber nochmal ganz kurz, um das abzuschließen, so diese ganze Entwicklung, die ich ja auch versuche in meinem Blog dann ein bisschen zu beschreiben, wie kam das so, was hat sich da so im Laufe der
ja, bei mir sind es ja schon fast Jahrzehnte dann. Wie hat sich das dahin entwickelt und was ist für mich der Vorteil? Also was kommt da für mich dabei raus? Das finde ich ja das Interessante, dann rauszuarbeiten. Okay, wo habe ich dadurch eigentlich, dass ich auf der einen Seite was weglasse, also eigentlich verzichte, mir was abschneide, wo habe ich aber da einen riesengroßen Gewinn auf der anderen Seite? Weil ich glaube oft, dass diese ganze Minimalismus-Debatte schon für viele Leute beängstigend wirkt, weil sie sagen, oh, ich muss jetzt auf was verzichten, ich muss mich einschränken, ich muss jetzt in Askese gehen. Und das sehe ich so überhaupt nicht. Also was ich ganz interessant finde, du hast ja gesagt, du warst mit der Werkstatt selbstständig und ich sag mal, da ist ja auch dieser Gedanke, sich selbst zu verwirklichen, selber irgendwas zu schaffen, was zu erzeugen. Und jetzt hast du ja einen wahnsinnig guten Spagat für dich gefunden. Du hast zum einen halt den Job, wo du dich wohlfühlst, aber zum anderen immer noch diese unglaublich kreativen Projekte. Also ich denke mal, du würdest auch unterstreichen, dass so dieser Begriff Arbeitszeit und Freizeit und so, dass das halt wirklich auch so fließende Geschichten sind, die ineinander übergehen, denke ich mal. So Stichwort Work-Life-Balance. Ja. Das ist aber manchmal auch ein Problem. Also man muss dann wirklich auch sehr, sehr genau gucken, wo könnte es jetzt kippen. Sachen, die lange Zeit Spaß machen, wenn dann irgendwann ein Termindruck kommt oder sowas, dann kann es schon unangenehm werden. Also da muss man natürlich dann schon immer gut balancieren. Gelingt mir manchmal ganz gut, manchmal weniger gut. Aber ja gut, es ist halt einfach so. Aber es ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, ja, erfüllter zu leben, finde ich. Auf jeden Fall unbedingt. Wie geht denn deine Umwelt mit der Tatsache um? Also du hattest gerade gesagt, dass, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was du genau gesagt hast, aber ja, also mich würde interessieren, wie die Umwelt drauf reagiert. Ich meine, wenn du irgendwo sagst, okay, ich arbeite nicht Vollzeit, sondern weniger, um mich kulturell zu engagieren, das auch unentgeltlich, gibt's da negative Stimmen, gibt es da positive Stimmen oder schütteln manche im Kopf und drehen sich um oder wie? Ja, die ganze Bandbreite. Also mein soziales Umfeld, mein direktes soziales Umfeld, da lebe ich natürlich jetzt auch in so einer Filterblase. Die leben alle ähnlich so. Mhm. Teilweise, weil sie es wollen, weil sie sich freiwillig dafür entschieden haben, eben von der Kunst zu leben oder ja, weil sie davon überzeugt sind. Teilweise gezwungenermaßen, weil sie keine Arbeit finden in ihrem Beruf. Also es ist erschreckender, wie sehr gut ausgebildete Leute heute einfach keine Arbeit mehr finden können und dann irgendwann in Hartz IV landen und nicht mehr rauskommen. Dann ab einem gewissen Alter ist es dann auch nochmal schwierig. Also so dieses Lebensjonglieren da, das ist bei mir im bekannten, engeren Kreis, ist es schon sehr gang und gäbe. Das ist halt toll, da kann man sich dann auch austauschen. Deshalb ist es ja auch wichtig, sich so Netzwerke aufzubauen, dass man sich dann gegebenenfalls auch gegenseitig unterstützen kann, sich mal Jobs oder irgendwelche Projekte oder Aufträge gegenseitig zuschanzt. Das ist immer so mein Wunsch, auch dieses Lebenskonzept, was für mich hinter diesem minimalistischen Leben oder hinter den Downshiften steht, dass ich das schon auch nochmal in einen sozialen Kontext betten möchte. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, nicht nur für sich selber rumzuüberlegen, ja, wie mache ich jetzt das, sondern dass man auch guckt, wie kann man da nochmal tragfähig nach außen freundschaftsbezogene Netzwerke aufbauen. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, hör mal, ich finde deine Lebensart total klasse, was muss ich tun, um da hinzukommen? Was würdest du demjenigen raten? Ich würde raten, dass er sich mal mit seinen Finanzen auseinandersetzt und sich überlegt, was brauche ich denn wirklich zum Leben und ein bisschen was noch dazu, um den Puffer zu haben für Krankheit, Luxusreisen, irgendwas. Also ich will schon auch gut leben im Sinne, ich will mal vernünftige Lebensmittel kaufen können und so weiter. Also es geht ja nicht jetzt, sich da irgendwie die freie Zeit vom Mund abzusparen, sondern es muss schon irgendwie vernünftig sein. Also ich will auch mal
wenn ich abends in Offenbach sitze und keine Bahn gibt, mich einfach in ein Taxi setzen, egal was das kostet, und nach Frankfurt fahren. Also sowas muss einfach drin sein, finde ich. Ne? Ideal, im Idealfall. Also ich denke mal, man müsste sich schon erstmal so überlegen, was ist die finanzielle Notwendigkeit, wie kann ich meine Ausgabenseite entsprechend anpassen. Dann denke ich mir, ist es ganz wichtig, ein Arbeitsumfeld zu finden, wo sowas auch möglich ist, wo man eben sich dann auch auf Teilzeitarbeiten einlassen kann. Das geht ja auch nicht in jedem Beruf. Ich sehe es zum Beispiel bei uns im Institut, die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für die ist es teilweise schwierig, nur in Teilzeit zu arbeiten. Mhm. Das sind einfach bestimmte Sachzwänge, dass bestimmte Projekte eine sehr, sehr, sehr hohe Anwesenheit erfordert. Die sind teilweise viel unterwegs auch und dann wird es schon wieder eng, das geht dann auch nicht. Also man muss das schon auch ein bisschen mit seinen Berufswünschen synchronisieren, unter Umständen auch Abstriche machen. Und dann denke ich mir, was dann halt noch wichtig ist, man braucht unbedingt so ein so Herzblutinteressen, würde ich es mal nennen. Also irgendwas, was man einfach auch gern macht, das kann ja auch permanent wechseln. Also ich bin zum Beispiel im Moment ein bisschen von der Musik weg. Ich mache jetzt eigentlich die letzte Zeit keine Auftritte mehr. Mache zwar mit meiner Freundin sehr viel Musik noch, aber für uns eher. Im Moment merke ich halt, dass mich Fotografie wieder sehr interessiert. Das war mal vor 10 Jahren ein großes Thema, das kommt jetzt wieder. Und so kann es ja auch immer wieder wechseln. Ich weiß auch nicht, wie lange man diese Schur-Fritz-Reihe, wie lange es die geben wird, ob die jetzt, ich glaube es nicht, dass die nächsten 100 Jahre jetzt Schur-Fritz immer gibt. Aber das ist jetzt einfach mal so ein Ding, das läuft und das kann sich aber auch wieder ändern. Also, aber wichtig ist dabei, dass man ein eigenes Interesse hat und dass man ja, dass man es will. Das muss einfach gemacht werden. Was ich noch sagen wollte, der vielleicht noch ein dritter Aspekt, den ich jetzt zumindest rausgehört habe, das ist immer dieses Netzwerk oder dieses Netzwerken, was du angesprochen hast, oder sehe ich das falsch? Nee, das ist mir ganz wichtig. Das war mir aber schon immer wichtig. Zum einen, also ich finde es ganz wichtig, dass man einen gewissen Freundeskreis hat. Ich finde Familie zum Beispiel auch ganz wichtig. Aber ich finde es halt auch noch wichtig, dass man sich über diese Kontexte raus auch nochmal weiter vernetzt. Im Stadtteil, wo man lebt, so im Lebensumfeld. Vernetzung ist bei uns im Institut ein riesengroßes Thema, weil das ist tägliches Brot in unserer Arbeit, dass wir uns mit unseren Kooperationspartnern oder mit unserem Umfeld vernetzen. Und da habe ich sehr viel gelernt, dass so eben diese Vernetzung ganz wichtig ist, um vielleicht jetzt nochmal einen Bogen zurück. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft, wie sich die entwickelt, dass Arbeit eine ganz andere Wertigkeit bekommt und dass unser Arbeitsleben ja sowieso ein Begriff ist, sich komplett zu wandeln. Wo es hingeht, ist noch nicht irgendwie klar. Ich denke da immer an diese zwei Persönlichkeiten, den Nico Pesch mit seiner Postwachstumsökonomie und auch den Fridtjof Bergmann mit seinem Konzept der neuen Arbeit. Und die gehen ja auch immer davon aus, dass diese bezahlte Erwerbsarbeit einen immer geringeren Anteil bei uns im Leben einnehmen wird. Dass wir viel mehr für uns selber tun müssen. Also selber tun im Sinne von eine Hose nähen oder also so Selbstversorgung. Dass wir uns unseren Rechner selber einrichten, zum Beispiel gehört ja schon dazu. Aber auch, dass wir uns Essen immer mehr selber kochen. Viele Leute leben ja wirklich nur von vorgefertigten Essen. Der Schritt zurück wäre ja schon wieder, dass man sein Essen selber zubereitet. Also diese Subsistenzwirtschaft muss ja nicht immer gleich bedeuten, dass man jetzt wirklich seine Möbel selber tischelt, sein Haus baut und sein Fahrrad selber zusammenschweißt. Das hat ja nochmal ganz weitere Aspekte. Aber ich glaube, das wird immer mehr zunehmen. Und je mehr dieses zunimmt, werden wir gezwungen sein, in Netzwerken zu leben, weil man ja nicht alles selber kann. Zum einen, dass man einfach bestimmte Kompetenzen von anderen Leuten abfragt, die einem helfen, was zu machen. Das ist ja so gerade so das, was wir im Tauschring da auch uns wünschen oder was wir da auch praktizieren.
Und das andere ist halt einfach auch mal diese finanzielle Notwendigkeit. Je mehr ich mich selber versorgen kann und Dinge für mich selber herstellen, produzieren oder weiterentwickeln kann, desto mehr bin ich auch nicht mehr angewiesen auf ein hohes Einkommen. Mhm. Und deshalb ist diese Vernetzung für mich sehr wichtig. Aber es macht halt auch natürlich viel mehr Spaß. Das, ganz klar. Da habe ich einen sehr hohen Gewinn für mich selber, einfach was Freude macht. Dieses Tauschring-Konzept, das lebt ja auch ein bisschen davon, dass also diese Produkte, die getauscht werden, auch so ein bisschen bewertet werden, wie viel Zeit hat man jetzt für diese Herstellung oder für die Erschaffung eines Produkts einfach gebraucht. Also das heißt, wie du gesagt hast, du administrierst zum Beispiel eine Website, wenn du da jetzt jemanden am Computer helfen würdest, könntest du das eintauschen, ich sag mal, gegen selbstgemachte Marmelade zum Beispiel. Also das finde ich jetzt auch von der Idee einfach mal interessant, dass man jetzt nicht sagt, ein Webdesigner bekommt 60 Euro die Stunde und eine Marmelade kostet 3 Euro. Ne? Ja, das ist nämlich nochmal so ein Umdenken, dass man einfach sagt, da wird Lebenszeit gegen Lebenszeit getauscht. Und das ist jetzt egal, ob ich in meiner Lebenszeit eine Website erstelle oder ob ich Kinder betreue. Es ist einfach die Zeit, die zählt dann. Das gibt nochmal so eine ganz andere Bewertung im Miteinander. Ne? Zum einen muss man sich dann überlegen, ja, welche Arbeiten wurden bisher wie bewertet? Ne? Eben so der teure Webdesigner, die billige Kinderbetreuung. Ne? Dass man sich da nochmal Gedanken macht. Und es ist eine ganz andere Wertschätzung für das, was man tut. Ja. Und das läuft. Mhm. Also, ja, ich muss sagen, das Konzept ist wirklich interessant. Also, da werde ich mich hier in der Gegend auch mal umschauen, ob es da schon was gibt. Ja. Wir sind jetzt auch schon wieder so langsam am Ende unseres Podcasts angekommen und wir haben da immer eine ganz fantastische Kategorie. Nein. Und zwar, ja, Daniel freut sich da besonders drauf. Laola. Und zwar, ja, stellen wir immer vor, so dieses Teil, was wir so als letztes losgeworden sind. Gibt es da irgendwas, wo du in letzter Zeit drauf verzichtet hast oder was du losgeworden bist? Also das kann Kleidung sein, das kann auch ein Programm auf dem Computer sein oder irgendwas anderes in der Richtung? Oh, das ist im Moment, muss man sagen, gerade meine Freundin ist dabei, ihr Zimmer gerade zu entrümpeln. Also da kommt ziemlich viel los, aber das ist ja nicht mein Zimmer. Bei mir das Letzte, das waren Kleidungsstücke, genau. Ja, also für mich kann ich da sagen, das ist bei mir auch Kleidungsstücke waren. Ich bin da zuletzt drüber gestolpert, dass ich noch wahnsinnig viel im Keller habe an Anzügen, die ich mal vor 10 Jahren getragen habe. Und bin dann einfach mal das Thema Kleiderschrank für mich angegangen und habe jetzt relativ viel auch weggegeben. Auch in so einem Umfeld, wo halt Kleidung getauscht wird oder wo man Kleidung kostenlos bekommen kann. Und habt da einfach ein gutes Gefühl, auch die Sachen in gute Hände gegeben zu haben. Ja, bei mir war es, beziehungsweise sind es 2 Bücher, die ich aber diesmal nicht weggeschmissen oder verkauft habe, sondern einfach an denjenigen zurückgegeben habe, denen sie gehören. Das Problem war, die Bekannte, von der ich diese 2 Bücher bekommen habe, die ist irgendwann in den Süden der Bundesrepublik gezogen und irgendwie hat man sich ein bisschen aus den Augen verloren und der Kontakt ist dann irgendwann wieder zustande gekommen und die Person ist gerade mal wieder hier im Ruhrgebiet und die Gelegenheit möchte ich dann nutzen, um ihr ihre 2 Bücher zurückzugeben. Und ich habe noch ein Buch, was in der gleichen Thematik angesiedelt ist und das bekommt sie dann auch noch. Wunderbar. Du lässt Bücher auch immer wandern, ne? Ja, gerne. Also ich habe körperliche Schmerzen, wenn ich ein Buch in den Mülleimer schmeißen muss. Das geht mir genauso, ja. Ich weiß nicht, woher es kommt. Also auch vor allen Dingen, weil ich als Kind irgendwie beispielsweise nie so der große Leser war oder sowas. Aber diese Bücher, die verlieren nicht irgendwie an Wert oder so, weil der Inhalt, der bleibt immer gleich. Das Papier wird vielleicht gelb, aber die Buchstaben verändern sich nicht. Und demnach ist die Wertigkeit genauso wie am ersten Tag. Und da tut's mir halt einfach weh, wenn ich diese Bücher irgendwo komplett entsorge und vernichte, als die noch jemand anders zur Verfügung zu stellen. Und wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren, hat sich da so viel getan, ob es Bücherklappen sind, wie ich es immer nenne, diese Bücherschränke, die sich in Städten finden lassen, haben wir in Essen beispielsweise eine. Oder
auch diese vielen Bücherablagen, die es mittlerweile auch so gibt. Also ich finde zum Beispiel im Unperfekthaus in Essen, die haben mittlerweile auch so ein Regal da stehen, wo man sich dann bedienen kann und auch neue Sachen reinpacken kann. Und warum soll ich das nicht tun, wenn ich es eben halt, wie war's? Warum soll ich es nicht tun? Genau, machen wir so. Naja, aber das finde ich auch das Schöne, weil je mehr Leute das machen, desto mehr, es ist ja auch eine Form der Vernetzung. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen eine anonyme Vernetzung, wenn man sein Buch in eine Bücherklappe gibt, ne? Aber trotzdem, also ich merke das dann schon, dass das anscheinend immer mehr auch angenommen wird und dass da ja die Leute einfach Lust dazu haben, das zu machen. Und ich hole mir da auch immer wunderschöne Sachen aus den Dingen raus, stelle dann auch wieder da zurück. Also toll, finde es klasse. Aber ich kenne das auch, dieses Gefühl, ein Buch wegzuschmeißen. Also manche Bücher schmeiße ich halt dann doch weg, weil sie dann so zerfleddert oder dreckig oder irgendwie eklig sind, wenn man denkt, nee, würde ich jetzt selber nicht mehr in die Hand nehmen wollen, wenn ich es irgendwo finden würde, dann schmeiße ich es weg, aber selbst da habe ich dann irgendwie ein wehleidiges Gefühl dabei. Ich kann es gut nachvollziehen. Ja, schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das sehr, sehr interessante Gespräch. Und ja, gerne. Auch die Tipps am Ende. Und ich hoffe mal, dass wir über das ein oder andere Thema noch in Zukunft sprechen werden, weil du da ja schon seit etlichen Jahren oder Jahrzehnten im Thema bist, was wir jetzt noch nicht ganz so sind. Und da kommen bestimmt sehr, sehr interessante Erfahrungen noch zusammen. Ja, immer gern. Also sagt einfach Bescheid. Ja, vielen Dank. Ja, dankeschön. Ja, dann war's das für diese Folge und ich sag dann einfach nur Tschüss. Ihr dürft auch Tschüss sagen. Tschüss.